Was ist nun eigentlich diese sogenannte Blockchain? Schwierig zu erklären, ich lese es mal ab. Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die Informationen beinhaltet, welche für alle im Peer-to-Peer-Netzwerk zugänglich sind. Was wir uns erstmal vergegenwärtigen sollten, ist, dass die Blockchain sogenannte Listen enthält, die man dann Blöcke halt nennt. Und in diesen Blöcken werden die einzelnen Daten sozusagen gespeichert und werden dann bei jeder Transaktion zu allen anderen übertragen. Diese Daten können alles Mögliche sein, zum Beispiel Transaktionsdaten wie Ort und Zeit. Hört sich erstmal ganz schön kompliziert an, ist es auch. Ich glaube, man kann es sich auf eine andere Art und Weise besser vorstellen. Die Analogie, die uns hilft, Blockchains zu verstehen, ist eigentlich die Analogie von Wikipedia. Wenn wir uns Wikipedia anschauen, dann ist es so, dass wir da Daten im Sinne von Informationen und Bilder drauf speichern können. Und das machen wir einfach und haben damit eine sehr hohe Transparenz. Das heißt, ich kann jederzeit in die Diskussionsabteilung von Wikipedia reingehen und kann sehen, wer hat was wann verändert. Das ist natürlich ein großer Vorteil, um zum Beispiel Betrug aufzudecken. Ähnlich ist es auch bei Blockchain. Wenn ich in der Blockchain Dinge verändere, der Block also neue Informationen beinhaltet, dann wird es an alle gesendet. Das heißt, im Nachgang weiß ich ganz genau, welcher Teilnehmer was verändert hat. Trotzdem sind die Daten anonym. Das heißt, ich weiß nicht, welche Person ganz genau was bei Wikipedia verändert hat. Genauso wie ich nicht weiß, welcher Nutzer welche Daten übertragen hat. Auch hier funktioniert die Parallele. Ähnlich wie Wikipedia handelt es sich auch bei Blockchain um eine Infrastruktur, die zur Verfügung gestellt wird. So wie ich ganz verschiedene Wikipedias anlegen kann, kann man auch Blockchain-Anwendungen für ganz verschiedene Szenarien kreieren. Das sehen wir bei Bitcoins, sehen wir aber auch zum Beispiel bei Ridesharing-Diensten, wo Blockchain eingesetzt wird. Ein interessantes Startup findet sich in Israel. Hier hat ein Ridesharing-Dienst Blockchain für sich genutzt, indem sie einfach den Menschen ermöglichen, bestimmte Tokens, also deren eigene Währung, dafür einzusetzen, diese gegen eine freie Fahrt einzutauschen. Die Fahrt ist natürlich nicht ganz frei, die Leute verdienen diese Tokens, indem sie selber Fahrten anbieten. Wenn ich also 10 Kilometer eine Person mitnehme, kriege ich 10 Token und kann die dann pro Kilometer, den ich bei jemanden mitfahre, selber einsetzen. Ziemlich praktisch und ziemlich sicher. Ähnlich wie bei Wikipedia werden ganz verschiedene Daten gespeichert. Bei Wikis sind es eigentlich nur Bilder und Texte. Bei Blockchain kann das alles sein. Da können Sensorikdaten von Sachen, die in der Logistik hin und her transportiert werden, gespeichert werden. Oder das können Geldbeträge sein, Kryptowährungen. Das kann ein Zertifikat sein, das kann eine Urkunde sein. Ich kann eigentlich alles Mögliche in der Blockchain speichern, was natürlich auch ziemlich praktisch ist. Deswegen ist es aber auch so schwierig, sich genau vorzustellen, was die Zukunft der Blockchain sein wird, da wir nicht genau wissen, welche Anwendungsbeispiele nachher sich durchsetzen werden. Die Analogie mit Wikipedia endet, wenn wir uns das Thema Sicherheit angucken. Bei einem Wiki ist es so, wenn man da was verändern möchte, man kann es zwar nachvollziehen, wer was verändert hat, aber letztendlich sind die Administratoren die Gatekeeper. Heißt, wenn die eine Änderung nicht wollen, ändern sie die zurück und es gibt im Zweifel Zank und Streit im Netzwerk. Das ist natürlich anders bei der Blockchain. Die Blockchain funktioniert dezentral, bedeutet, wenn Daten verändert werden in einem Block, dann wird dieser veränderte Block an alle übertragen und es kann nicht mehr zurückgeändert werden. Das heißt, es können zwar neue Transaktionen gemacht werden, aber es kann nachträglich keine Veränderung stattfinden. Plus, die kryptografische Verschlüsselung macht das Ganze auch sehr angriffssicher, deswegen die Technologie doch einige Vorteile auch Wikipedia gegenüber. Wenn ihr euch für weitere Themen interessiert, dann könnt ihr gerne bei uns im Kanal nachschauen. Wir haben da andere Videos produziert, da geht es zum Beispiel darum, wie die Blockchain die Finanzwirtschaft verändern wird oder halt nicht. Schaut einfach rein, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Vielen Dank.